von der letzten Heimspiel St. Gallen gegen Sterbe gespielt hat, sind 22 Goal geschossen worden. 22 Goal sind sogar 18 Goal, ist halt geschossen worden. Und 18 Goal sogar 13 in den ersten 35 Minuten. Ich bin mit Herzen gekommen zum Nachwuchsduell Spiel zwischen dem FC St. Gallen und Sterbe Schönes. Auch dabei ist wieder unser Ehrengast, der Florian. Darf ich mal anfangen mit dem Tipp zuerst? Genau, also ich habe mir bis jetzt gar nicht so viel überlegt, aber laut Statik ist es natürlich so, dass das Servette-St. Gallen-Duell nicht so durch erscheint. Deswegen denke ich auch, dass es jetzt nicht sehr Durchspektakel gibt, aber ich lasse mich natürlich überraschen. Beide Teams sehr interessant auftreten. St. Gallen hat jetzt natürlich auch noch die Vollbelastung, weil sie noch in Brücken sind. Ja. Genau. Es kann natürlich jetzt sein, dass sie jetzt nicht auf der hohen Karte setzen. Aber natürlich, es ist wichtig, ich glaube, sie sind ja auch ganz gleich platzierend, vierter und fünfter Platz. Ja. Also für beide ist wichtig. Wenn St. Gallen gewinnt, können sie torverhältnistechnisch aufschliessen. Also, überholen wüsste ich nicht. Überholen, doch. Eben, überholen. Weil, ich habe es noch gesehen, Servette hat ein ziemlich schlechtes Torverhältnis. Also von den Top 6. Es glaubt irgendwie 13 zu 15 und das okay. Ist für dass du so weit oben bist, ist es ziemlich schlecht, ja. Mal, ich sage jetzt einfach mal, es gibt ein lockeres 1-1. Lockeres 1-1? Bei einem Punkt, genau. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen kleine Gute da habe, auf einen großen Sieg heute trainiert. Aber es wird ein schwieriges Spiel, weil es wird ja auch nicht schlecht ist unbedingt. St. Gallen ist zwei Spiele jetzt nicht ganz brilliert hat. Hoffe doch, auf einen Sieg. Es hat 1-1 würde ich auch mitnehmen, ist besser als Niederlage. Ich hoffe trotzdem, dass es heute ein 2-1 gibt für den FC St. Gallen. Und spannend, wer gewinnen wird. Schade, dass er heute bei falschen Sektor Tickets gekauft. Schade, dass er heute. Da hinten war der dritte Sektor. Knapp daneben, ist auch vorbei. Und Stefan pfeift Spieler. Auf geht's. Auf 3 Punkte heute mal. Nächster Startschuss. Da wär's gewesen. Blitzstart. Noch gut 19 Minuten. Sekunde. Schön. Ja, steht diese Chance. Fangt gar nicht. Aber. Macht er leid. Ah. Jetzt wieder ein Konto. Über gut ist, aber der Tempo. Ja, aber spielt dann schön. Ja, jetzt ist es RIP. Was macht er nicht? Schüle mal. Was macht der, Alter? Man hat jetzt nicht den Schirm. Dankeschön bekommen. Jetzt schön einen langen Ball ab. Auf Thomas. Schöne Flanke. Und nicht mehr. Ich bin Nummer 2. Der Hund! Wenn er hinten wieder einen Serve kommt, das machen, dann kann Serve halt easy. Aber er ist da auch gemacht. Der hinten wieder Fernseite. Oh, der ist schön. Schöne Pass. Der ist gut. Nein, okay. Schade. Mit guten Spielern, haben wir. Ja. Schön. Das ist schön, wenn er nach rechts schaut. Nein. Das muss er aber los. Ich konnte relativ gut befreien. Ich mache es stark. Haben gut gesagt, auch sag stark. Und Stoß. Und der Sieg ist stark, stark. Ja, nur rein ist da. Jawohl! Das ist immer sie. Jawohl. Boah, zuerst die unscheinbar und dann halten doch noch rein. Jetzt muss er gut anziehen. Schön.
schön durchgetankt und nachher alles verkauft dann. Weißt du, wenn ich mich mitziehe? Jetzt schöne Flanke. Oh, der ist gut. Ah, kommt nicht. Schade, schade. Jetzt kommt er. Und dieser, der hat absolut viel Tempo. Jetzt schlecht angenommen. Und. Muss ich überlegen, der nicht gemacht. Ja, tschüss! Knapp daneben. Mal auf jeden Fall verdient das Goal, das kann man sagen. Muss sagen, aber klare Stellungsfehler auch von Sevet. Sevet hat immer wieder so, wie man jetzt vielleicht gerade sehen, so ein bisschen die Druckphase. Aber es sind dann wirklich auch Phasen, größtenteils dominiert sind. Kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Bei beiden Mannschaften ist mir auf jeden Fall aufgefallen, sie müssen ein bisschen bessere Pässe geben. Weil ja, jetzt auch bei St. Gallen, die hätten wirklich auch noch Chance für ein, zwei Goal mehr gehabt. Aber ist leider nicht alles ganz optimal gelaufen, aber morgen auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen sonst. Ja, ich habe eine gute Startphase, wir haben gute drei erste Futter. Jetzt sehr wird schon sicher zwei, die 100% gehabt. Dann hat sich auch schon zwei, drei wirklich Chancen gehabt, wo es gut schiessen kann, das gut gemacht. Aber die haben uns gefühlt, unscheinbar ist es eine Chance, schiessen geil, dann wird es 1-0. Und der geht es. Wie es schon nicht aussieht, etwas Pause, aber es geht noch 10 Minuten, von dem her kann sich noch was ändern. Beto, wenn das ein Goal gibt. Platz da. Der ist frei, stark vom Fick, wenn er nach ist. Weiter geht's, hat die Hälfte. Zwischen 1-0. Einzige Wähler dabei. Und auch Abgleit hier habe ich für den Josef Stanic. Und der Kirill ist noch für den Jeremy Gimeno. Aber das ist die Flanke! Und der sitzt da gerade. Kaching, nice Eis! Das ging mal verdammt schnell. Das ist viel zu einfach gegangen. Sigi ist schön. Ich bin von der Kalle. Und 2-3. Oh. Und kommt nicht rein. Da ist auch faul. Tschüss. Nein. Wie viel Platz da sind, wie viel Platz sind. Ich muss mit dir anfangen, aber das ist auch schlecht. Ich mache das Tempo in den Gross, auch nicht machen. Die, die jetzt eigentlich in den Ball verlieren. Nein. Das ist schlecht, jetzt Kopfball und Stefanovic leitet ihn ab und den abblockt. Nein, jetzt müssen wir mir aufpassen, da ist es. Ich mache das Tempo ins Spiel bringen, aber auch der Ball ist schlecht gespielt. Wieder viel Platz, geht keiner drauf und den Schuss hat zum Glück abgelockt, aber und noch einen drauf gehen. Alter, nein. Aber jetzt dann, wir müssen drauf gehen. Zwei dort und zwei ja, schaffen das nicht, den Ball behaupten. Okay, das ist ja so halb. Den fast noch eigenen Goal. Alter Verwalter. Was war das? Ich bin Faxen dort gemacht. Da war eigentlich fast sicher 2-1 für Servet. Wie viele Minuten sind jetzt gespielt? Kaputt, einfach was nicht gegeben St. Gallen. Ich muss schon sagen, die zweite Hälfte ist Servet einige stärker als St. Gallen. Ja, also man muss auch sagen, vor allem wirklich die erste Halbzeit ist
ziemlich schlecht von Seibet. Und jetzt, ja, die Rückfahrt sind immer voll von Seibet. Jetzt, in der zweiten Halbzeit, sind wir voll erstreckt. Ja, die Organisation für St. Gallen stimmt aber keine, gerade momentan auch nicht so gut. Ja, genau. Aber was ich für beide ist eigentlich noch die Tür offen für 2-1. Also, kann man momentan nicht sagen. St. Gallen muss natürlich seine Chancen nutzen, aber es zählt auch für Seibet. Und ein bisschen mehr von St. Gallen, finde ich. Ich sollte nur sagen, habe ich den Direktor Design, den besten Mann gefunden. Vor allem am Ball finde ich richtig stark. Er hat den Konja, den er sich relativ stark findet, aber gut findet, nicht so stark gefunden. Ja, heute bin ich enttäuscht. Das war eine Enttäuschung. Ich bin auch gespannt, bist du jetzt noch auf der Kivelli? Der hat sehr viel Macht oder Kraft hineinbringen, Wucht hineinbringen. Da muss ich auch gefasst, wenn man vielleicht an die Abine braucht, aber vielleicht die Abine Dinge auch am Brosius hinein reingehen, nicht so sattelfest. Ja. Offensiv habe ich wie vom Akolo, mein Fröbel sehr auf dem Bambimbi, gefühlt nichts gesehen. Jetzt ist noch der Milosevic drin, mal schauen, ob der ein mehr Pumpe bringen kann. 380 Zuschauerinnen und Zuschauer, das heisst, der Kinopark ist ausverkauft, exklusiv, und wir selber gesehen, exklusiv der Gästensektor. Genau, der nicht. Der Flanke wieder das Graue hinter. Also das ist einfach. Da fehlt irgendwie was. Und Servet macht es halt einfach irgendwie schlauer. Die Agis sehen viel flüssender aus als die von uns. Schau doch, der Idee, wobei. Das 9 ist frei. Ich weiß nicht, ob der. Schön. Ich, aber die Ketten. Die Seite halt noch, ist halt so gefährlich. Vor allem wenn man die zweite gelbe Karte hat, damit fühlt das einen Platz. Und es ist eine korrekte gelbe Karte, die muss gehen. Da sind noch gelbe rote Karte. Das ist einfach der Sportcheck, dass die gelbe rote Karte ist. Und das ist einfach schlecht, was man macht. Vor allem, jetzt kann man nicht mehr wechseln. Jetzt kann man nicht mehr wechseln. Jetzt ist viel mehr gewechselt. Ich war froh, dass wir das eine halbe Zeit bringen, weil das ist die zweite Müll, die produziert, die zweite Hälfte. Die gelbe Karte unnötig. Unnötig. Der kommt alleine durch. Ah, da tanzt dich da durch. Jetzt habe ich gesagt, ich mache nichts. Nicht draufgehen. Ah, das ist einfach nur schlecht. Jetzt geht es gar nicht den Ball. Das ist einfach schlecht, schlecht verteidigt. Schlecht. Schlecht und schlecht. Ah, ja. Ich bin 70 für Servet. Wenn sie es dann nicht verholt. Ich glaube, der Pause ist irgendwas mit irgendwie 6 oder 5 zu 2 oder was gestanden für uns noch. Und ich frage mich, woran es liegt, dass er gar nicht so schlecht spielt. Ich glaube, es war schon okay, aber der zweite ist, aber da nicht, da gerade etwas. Zack, verloren. Okay, sieht gut aus. Einer muss. Okay, sie sind ja in Unterzahl. Aber er kann nicht vorbeikommen. Jetzt ist wieder Konto. Du musst schnell gut dieser. Das ist wirklich krass. Da auch da. Zack, kommt vorbei. Zack, vorbei. Der Ball kommt auch an. Und er nimmt es auseinander und schiebt den Ebbels Goal. Leck mich, Alter. Falter. Ich habe auch nicht Zeit. Jetzt haben wir jemanden durchheben. Komm on, Jungs, das müssen wir durchheben. Wir müssen alles in die Zeit bringen. Wenn wir ich mich gut fühlen. Ich muss sagen, die Stimmung ist immer noch da. Das finde ich krass. Die Stimmung war wirklich gut. Der Ball, oh, der kommt auch noch. Ah, hätte ihn immer noch. Oh, Ziggy. Glück, Ziggy. Gibt es noch eine Chance für uns? Lucky Punch noch. Drei sind in der Mitte. Ah, schade. Eins auf die Flanke und jetzt zurückspielen. Nein! Alter, ich hab wieder... Das ist ein Konto, wo der irgendwie Faxen macht. Der kommt auch vorbei. 22 ist komplett... Boah, ein Lattenschuss, leck mich. 22 ist so etwas so geil. Ich weiß nicht, wie so im Game gespielt hat. Jetzt gibt's zum Glück auch ab. Besser so. 1-2-1.
Spiel ändert 1-1 zugunsten von St. Gallen, muss man sagen. Absolut, also vor allem die zweite Halbzeit im Gesamten betrachtet, in jedem Fall. Das war nicht bei Luzern, St. Gallen Luzern-mässig. Ja. Woran liegt es? Es ist schwierig zu sagen. Die erste Halbzeit war eigentlich wirklich noch nichts, muss man sagen. Die zweite Hälfte hat viele Feldpässe gemacht. Ja, defensiv nicht mehr gut gestanden. Die Gegner sind einfach easy durchgekommen. Offensiv ist gefühlt auch nichts mehr gekommen. Ja, da ist ein bisschen das, was da fehlt. Sehr gut, ich muss sagen, die haben nur an der Effizienz gefehlt. Wir haben den letzten Schuss gehabt, wir haben sicher zwei, drei Chancen gehabt. Aber an die müsste ich gehen schiessen, das haben wir nicht gemacht gehabt. Endlich haben wir auch Glück gesehen, dass das nur 1-1 steht. Das könnte aber auch gut irgendwie, sagen wir jetzt 1-4 stehen oder auch irgendwie 3-4 stehen. Also meine Chance für beide Mannschaften. Sagen wir, jetzt hat das Team gerechnet, das Team für beide da gewesen. Auf jeden Fall, man muss schon sagen, bei beiden hat die Chance ein bisschen gepatzt. Genau, bei St. Gallen sind auch die Pässe nicht super gelaufen. Ja. Also selten über 3-4 Pässe kommen in der zweiten Halbzeit. Und auch an dem Aufbauspiel. Und das hat es wirklich gekappert. Sicher auch Entschlossenheit hat es ein bisschen mehr gebraucht, aber es hat vielleicht mit Beinen noch ein bisschen gefällt, also, dass man so den Überblick hatte, nicht die richtigen Pässe gemacht, die falschen Entscheidungen. Aber ja. Allemal, man muss sagen, einfach, die erste Halbzeit war St. Gallen, gewesen, die zweite Halbzeit war voll Segwett, von dem her geht das voll in Ordnung. In dem Fall danke an euch fürs Zuschauen, vielen Dank an Florian fürs Mikro. Ich meine, wenn er dabei ist, hier da im Kibon Park, da, dort damals, den, also den ich spiele gegen Fiorentina in der UEFA Conference League. Ich bin auch gespannt. Da muss gleich für heute wissen, was es gibt. Wie dann in Brügge auch wieder 2-6, wenn überhaupt, dass man überhaupt 2 Goal schiessen kann. Und von dort auf ein besseres Spiel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ciao.